Hallo und herzlich willkommen auf derailer.de. Wir schauen uns nun an, wie der sogenannte Hauptsatz der Integralrechnung oder exakte Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung funktioniert. Und zwar hatten wir in vorherigen Videos die Frage, was ist der Flächeninhalt unter einer Funktion? Also wir hatten das Beispiel f von x gleich x Quadrat und wir wollten herausfinden, was ist gerade der Flächeninhalt der Funktion zwischen dem Punkt 0 und dem Punkt 2, also gerade diese rot markierte Fläche. Und da haben wir mit Ober- und Untersummen experimentiert und herausgefunden, dass die Obersumme, wenn man sie in n kleine Teile verteilt, dann wird es immer genauer an den eigentlichen Wert heran. Wenn wir unendlich kleine Teile machen, dann bekommen wir exakt den Wert. Und das haben wir herausgefunden, das entspricht dann gerade in unserem Beispiel 8 Drittel. Aber es geht auch einfacher, als es jedes Mal mit Ober- oder Untersumme zu machen. Und dafür gibt es das sogenannte Integral. Das heißt, man schreibt dann anstatt Flächen, schreibt man Integral. Das ist so ein Zeichen, so ähnlich wie ein S, langgezogenes S. Man schreibt unten, wo fängt es an, wo fängt die Fläche an? Bei 0. Wo hört die Fläche auf? Bei 2. Und innen rein schreibt man die Funktion f von x, lassen wir es mal allgemein. Und dann schreibt man auch hin, wo, nach welcher Variable die Funktion gilt. In diesem Fall x, also schreibt man noch dx. Das heißt, man will das Integral nach der Variablen x. Das heißt, diese Schreibweise hier heißt Integral der Funktion f von x nach x in den Grenzen Also der Begriff Integral, der ist genau für diese Fläche unter der Funktion. Nun, wie rechne ich ein Integral aus? Das ist ja die entscheidende Frage. Also das Integral von 0 bis 2 von f von x dx. F von x ist bei uns x². Also schreibe ich hier x² dx hin. Jetzt habe ich diese Schreibweise und dafür gibt es die Formel, nämlich das sogenannte Hauptsatz der Differentialintegralrechnung, nämlich ganz allgemein gesprochen. Wenn man ein Integral von den Grenzen a bis b hat, von der Funktion f von x dx, dann rechne ich das aus, indem ich aus der Funktion, die ich hier habe, im Integral drin, die sogenannte Stammfunktion bilde, die in einem anderen Video erklärt wurde von uns bereits, die Stammfunktion groß f, und zwar dann rechne ich die Stammfunktion groß f an der Stelle b, also an der oberen Grenze aus, minus die Stammfunktion groß f an der unteren Stelle a. Und dann bekomme ich die Lösung des Integrals. Das ist der Hauptsatz der Integralrechnung. Exakt wäre es der zweite Hauptsatz der Integralrechnung. Nun, jetzt probieren wir das mal an dieser Funktion aus. Groß f von b minus groß f von a, das heißt, ich muss schauen, was ist die Stammfunktion von x². Nun, f von x ist x². Das heißt, was ergibt abgeleitet x Quadrat? Und da hatten wir ja diese allgemeine Formel, man erhöht den Exponenten um 1, das heißt hier wird dann x hoch 3 und schreibt einfach 1 geteilt durch die neuen Exponenten davor, also 1 Drittel x hoch 3. Das heißt, ich schreibe jetzt hier hin, dazu nimmt man eckige Klammern und schreibt dann die Stammfunktion rein. 1 Drittel x hoch 3, macht die eckige Klammer zu und schreibt dann an den rechten Rand die Grenze von 0 bis 2. Und dann benutzt man die Formel. Die Stammfunktion an der Stelle b, also an der Stelle 2, f von 2 minus f von 0. Obere Grenze 2, untere Grenze 0. Jetzt können wir es einsetzen, setzen wir hier 2 ein. Das ist 1 Drittel mal 2 hoch 3 minus f von 0, 1 Drittel mal 0 hoch 3. Wenn wir das jetzt ausrechnen, 1 Drittel mal 8 ist 8 Drittel. Minus 1 Drittel mal 0 hoch 3 ist 0, also bleibt es 8 Drittel. Das heißt, wir haben jetzt rechnerisch herausgefunden, dass die Fläche unter dieser Funktion von 0 bis 2 gerade 8 Drittel ist. Ist eine wesentlich schneller gewesen, als hätte man das mit der Obersumme oder Untersumme gemacht. Das heißt, die Standardvorgehensweise bei solchen Flächenberechnungen ist immer über das Integral. Schaut doch mal auf der Homepage www.lyrella.de vorbei, besucht es bei Facebook. Dankeschön.